Damit gelangen wir zur fünften Anfrage des Herrn Abgeordneten Magister Loacker. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Guten Morgen, Herr Bundesminister. Ja, jetzt vom Arbeitszeitverkürzungsplaneten der Kollegin Schatz, wo die Arbeitszeit von Ärzten auf arbeitslose Hilfsarbeiter umverteilt wird, zurück ins wirkliche Leben. Die Pensionsdebatte begleitet Sie in Ihrem Amt, seit Sie es innehaben. Und die Ersatzraten der Pensionisten geben wesentlich Auskunft darüber, wie viel Einkommen zur Verfügung steht, um den Ruhestand zu bewältigen. Das Sozialministerium weist die Ersatzrate mit 79% aus, die Nettoersatzrate. Und wenn die Regierung weiterhin daran scheitert, die steigende Lebenserwartung auch im Pensionssystem abzubilden, dann heißt das ja, dass die Menschen immer länger in Pension sein werden und damit muss schon rein finanziell irgendwie die Ersatzrate sich nach unten bewegen. Meine Frage, wie hoch waren die Nettoersatzraten in der Pensionsversicherung für die Pensionsneuzugänge des Jahres 2015? Herr Bundesminister. Danke, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Ich kann Ihnen die Zahlen aus dem Jahr 2015 noch nicht sagen, weil sie nicht vorliegen. Ich kann sie Ihnen sagen aus dem Jahr 2014. Wir haben bei die Nettoersatzrate für Arbeiter und Angestellte bei Bezug einer Direktpension bei 79% gehabt, wobei Männer einen Wert von 81,5 aufweisen und Frauen einen Wert von 77,2. Die Ersatzrate bei den Alterspensionen liegt bei 80,6, wobei auch hier die Männer mit 84,9 einen höheren Wert haben als die Frauen mit 78,2. Anders sieht es aus bei der Invaliditätspension. Dort liegt die durchschnittliche Ersatzrate bei 74,5%, wieder mit dem Ergebnis, dass die Männer 76% Ersatzrate haben und die Frauen 71,9. Zusatzfrage? Ja. Okay, Herr Minister, auf der Homepage des Ministeriums gibt es aber auch eine Tabelle, aus der hervorgeht, dass die Ersatzrate derzeit bei 44% liege und sich bis 2060 auf 34% zurückentwickle. Wie erklären Sie sich die unterschiedlichen Zahlen des eigenen Ministeriums und wie erklären Sie die notwendigen Maßnahmen aus diesem absehbaren Rückgang der Ersatzrate? Herr Bundesminister. Danke, Frau Präsidentin. Ich kann diese Zahlen nicht bestätigen. Es geht darum, dass wir verschiedene Untersuchungen auch haben und unterschiedliche Modelle, wie man diese Zahlen auch rechnet. Wir haben einen Pensionsreport der Europäischen Kommission. Da erzielt Österreich in deren Berechnungsart eine Ersatzrate von 85,1% im Jahr 2013 und diese rechnet für das Jahr 2053, also 40 Jahre später, mit einer Nettoersatzrate von 86,1%. Und wenn Sie sich die Geschichte ansehen, wir haben seit 1957 dieses Pensionssystem und es hat sich immer positiv für die Menschen entwickelt.